Hallo zusammen, ich grüße euch aus dem Europaparlament hier live in Brüssel und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit unserem proeuropäischen, aber auch kritischen Videoprojekt einen besonderen Gast für uns gewinnen konnten. Wir grüßen zunächst einmal nach Krakau zur Agora von unserem AEG Studierendenforum und gehen jetzt aber auch direkt live hier rein. Wir haben Thiemo Wölken als Gastgeber gewinnen können für das heutige Format. Schön, dass du da bist, Thiemo. Ja, hi, vielen Dank, freue mich. Thiemo, du bist gerade mal mit 32 einer der jüngsten Abgeordneten im Europaparlament hier für Deutschland. Wie ist das so in dieser bürokratischen Hölle Brüssel, in diesem Monster, das uns alle unterjocht und vor allen Dingen mit diesem jungen Alter? Ja, also vielleicht erstmal ganz zu Beginn. Ja, in der Tat, 32 Jahre ist noch nicht so alt für einen Europaabgeordneten. In der deutschen SPD-Gruppe bin ich damit der Jüngste und ich bin jetzt ungefähr 1,5 Jahre hier. Also ich bin im November 2016 hier angekommen. Ich bin nachgerückt für jemanden, der aus dem Europäischen Parlament ausgeschieden ist. Mein Vorgänger ist jetzt Landrat in Leer und diese 1,5 Jahre, die ich jetzt ungefähr dabei bin, waren schon eine sehr intensive Zeit, das muss ich sagen. Also was man hier erlebt, ist wirklich sehr, sehr getaktete Tage, sehr, sehr tiefgehende, zum Teil auch inhaltliche Debatten. Und das ist schon. Wie ernst wirst du da genommen als junger Mensch? Genau, das ist schon was Neues. Und am Anfang war es schon so, dass ich neben unserer Vizepräsidentin stand, Frau Gebhardt, die dann begrüßt wurde. Und dann wurde sie gefragt, ob ich ihr neuer Assistent sei. Und das war so am Anfang tatsächlich. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich ernst genommen werde, denke ich. Aber wahrscheinlich, weil ich einer der Jüngsten bin, ist das auch für viele irgendwie. Man denkt gar nicht, dass ich Abgeordneter bin. So, ne? Das merkt man schon noch manchmal, aber das ist deutlich besser geworden. Ich meine, das ist jetzt das, wie es im Parlament hier abläuft. Ja. Jetzt gab es erst kürzlich das European Youth Forum in Sofia unter der Ratspräsidentschaft Bulgariens. Das ist ja eine offizielle Einrichtung, um die Meinung und Themen der europäischen Jugend einzuholen, um diese auch in die europäische Politik einfließen zu lassen. Jetzt ist dort Folgendes passiert. Die Abgeordneten und Repräsentanten sind nach ihren Redebeiträgen oder Vorträgen direkt abgerauscht und der Dialog ist gar nicht erst so zustande gekommen. Also nochmal ein extremeres Beispiel, wo man doch sagen kann, Wertschätzung und ernst genommen werden bleibt auf der Strecke. Wo siehst du Ansätze, das für unsere Generation vielleicht ein bisschen zu optimieren? Also vielleicht ganz konkret zu dem Europäischen Jugendforum, was jetzt lief. Alles, was ich gelesen habe, deutet tatsächlich darauf hin, dass da einiges schiefgelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist diese Reihe ja schon bekannt und das macht jede Ratspräsidentschaft. Und generell ist dieses Europäische Jugendforum schon eine gute Möglichkeit, um sich zu artikulieren. Aber klar ist, das ist bei weitem nicht die einzige. Und klar ist auch, finde ich, dass junge Menschen auch in der echten, harten Politik sozusagen gehört werden. Und wir sehen es ja jetzt im Bundestag, da sind einige junge Leute dabei, auch neue Leute dabei und das ist wichtig. Jugendforen sind enorm wichtig und da wird auch sicherlich viel debattiert, dass es dieses Jahr offensichtlich absolut nicht gut gelaufen ist, wird hoffentlich eine unrühmliche Ausnahme bleiben. Aber daneben, neben diesen Jugendforen, die ganz wichtig sind, ist es halt auch wichtig, dass junge Menschen in der Politik sind, weil wir einfach näher aneinander dran sind. Ja, absolut. Das ist ja auch das Ziel, warum wir das hier machen, wo wir miteinander sprechen, um das ja auch mit zu unterstützen. Ja. Es fehlt aber an Vertrauen, nicht nur in das Thema ernst genommen werden und angehört zu werden. Man hat das Gefühl, immer sprechen dieselben Leute vor der Kamera, sind in der Zeitung zitiert. Wie glaubst du, kann man diese Vertrauen und Glaubwürdigkeit überhaupt in diese Politik denn auch wiederherstellen? Weil ich meine, manche haben vielleicht Angst, überhaupt in diesen, ich sage jetzt mal, Apparat hineinzurutschen, weil sie werden dann noch nicht mehr gehört. Ja. Also ich glaube, wenn man hier ist und wenn sich junge Menschen entscheiden, für eine innerhalb einer Partei zu kandidieren und gewählt zu werden, dann wissen die schon sehr genau, was sie machen und die werden auch hier ihren Weg finden. Und am Ende des Tages muss man sagen, dieses Parlament ist zu allen 751 Abgeordneten gleich. Aber natürlich ist es so, dass Menschen, die länger dabei sind, vielleicht eher irgendwie einen Draht zu einem Journalisten oder zu einer Journalistin haben und dann eher mal gehört werden. Aber schauen wir uns doch an, was in der SPD gerade passiert ist. Unser Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert hat seinen No-GroKo-Kurs gefahren, getragen von den Jusos, getragen von einer breiten Unterstützermenge auch aus der Partei. Und
Kevin wurde gehört. Kevin war ansprechbar. Ne? Und natürlich muss man auch was Interessantes zu erzählen haben. Und es hilft ja nicht, wenn die gleiche langweilige Kram jetzt nur von neuen Leuten erzählt wird. Und insofern, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man nicht nur sagt, oh, ich bin neu, man muss mir jetzt zuhören, weil ich jung bin, sondern man muss jemandem zuhören, weil er eine konkrete Message hat. Und das ist egal, ob er jung oder alt. Wie würdest du dann sagen, gewährleistet man das? Weil Kevin war jetzt ein positives Ausnahmebeispiel. Ich glaube, einer der ganz wenigen, die überhaupt in dieser Altersklasse mal gehört wurden. Ja. Wie man das denn auch vielleicht gewährleistet? Ich meine, klar, jetzt kann man da inhaltlich darüber diskutieren. Ich fand das persönlich gut. Jetzt im Nachgang ist das eine Detail- oder Inhaltsdiskussion. Aber erst mit der Umstand, dass diese Leute gehört werden. Wo könnte es da im allgemeinen Tenor tatsächlich einen Vorschlag geben? Hättest du jetzt konkret eine Idee persönlich? Ja, ich denke, Parteien müssen sicherstellen, dass der Querschnitt der Gesellschaft repräsentiert ist. Und das bedeutet eben auch, dass junge Menschen dabei sind, dass Schüler dabei sind, dass Studenten dabei sind, dass Azubis dabei sind, dass Berufsanfänger dabei sind, dass junge Eltern dabei sind. Und im Moment ist es so, dass die Parteistrukturen für diese Zielgruppe nicht sonderlich attraktiv sind. Wenn ich mir vorstelle, dass unsere Ortsvereinssitzung um 20 Uhr am Dienstagabend stattfindet, das ist gut für mich, weil ich habe da noch eine Möglichkeit, aus Brüssel dahin zu kommen. Für jemanden, der den ganzen Tag dann zu Hause gearbeitet hat, ist das vielleicht 20 Uhr nicht die beste Zeit. Für junge Eltern auch nicht unbedingt. Und für Azubis vielleicht auch nicht, wenn am nächsten Tag die Klausur in der BBS dann steht. Und insofern müssen die Parteien sich modernisieren, müssen diese Zielgruppe auch genauer ansprechen. Und ein Weg dazu, finde ich, sind Online-Beteiligungsformen, die du von überall benutzen kannst, die du am Handy benutzen kannst oder am PC, wie auch immer du unterwegs bist. Und ja, das ist definitiv eine große Aufgabe für politische Parteien, nicht nur für meine. Ich meine, da ist das Thema Partizipation. Persönlich spricht mich das total an, als digitaler Mensch, der ähnliches Zeitproblem hat. Aber bleiben wir doch mal konkret bei den Sozialdemokraten, gerade in Europa. Jetzt können wir über Partizipation, Mitbeteiligung, Termine sprechen. Aber nehmen wir auch mal die Beispiele Slowenien, Rumänien oder noch ein Stück weiter politisch links, sogar Syriza in Griechenland, die das Thema Macht und Korruption, Opposition bekämpft haben und jetzt als Sozialdemokraten auch übernommen haben, selbst innerhalb einer SPD, vielleicht in Deutschland nicht ganz so weit, was Korruption betrifft, aber widersprüchlich in Bezug auf Programmatik und Inhalt, dann letztlich der durchgeführt wird, doch manchmal einen ordentlichen Widerspruch mit sich trägt. Ist das auch ein Grund zu sagen, hey, deswegen sind man vielleicht nicht mehr so engagiert, weil das, was die Basis will, manchmal von oben gar nicht anders da ankommt? Das ist immer möglich, dass eine Basisbewegung sich nach und nach abschwächt und je höher sie irgendwie durch Institutionen wandern muss, dass sie dann vielleicht oben nicht mehr ankommt oder dass es so lange dauert, dass irgendwie die Empörung aufgehört hat. Aber da, wo es systematische Probleme gibt, ist das ja nicht nur eine Frage von Basis gegen Führung, sondern da ist es eine Frage vom politischen Stil tatsächlich. Und klar ist, Korruption gibt es in der Politik immer mal wieder, in manchen Ländern offensichtlich mehr als in anderen. Aber jede Form von Korruption, finde ich, hat in der Politik nichts zu suchen. Und das ist ein Kampf, der jeden Tag geführt wird. Und wenn man sich die Brüsseler Wirklichkeit anschaut, hier sind auch 11.000 Lobbyisten für 751 Abgeordnete und für ein paar Beamte im Rat und in der Kommission zuständig. Ich könnte jetzt aber genauso jetzt sagen, automatisch, wir reden jetzt über Lobbyismus auf der einen Seite, aber sitzt natürlich auch jemand als Abgeordneter zusammen, zum Beispiel mit den Sozialdemokraten aus Rumänien und Slowenien in einer Fraktion. Gibt es da auch die Diskussion intern? Ja, vielleicht nochmal eben, Lobbyismus ist natürlich nicht sofort Korruption, sondern Lobbyismus Wir sind ja auch irgendwo eine Lobbyorganisation, seien wir doch ehrlich. Genauso ist das. Ja, natürlich haben wir Kollegen und Kollegen in unserer Gruppe und wenn sowas publik wird, wenn darüber diskutiert wird, machen wir das auch. Und wir sagen unseren Kollegen auch schon sehr klar, was wir für Anforderungen haben. Und im Übrigen ist das ja nicht nur ein Problem, was die Sozialdemokratie hat, das haben andere Parteien ja leider auch, wenn wir Richtung Orban gucken, wenn wir Richtung Polen gucken. Aber ganz im Ernst, die Frage ist halt, wie findet man sich als politische Familie zusammen? Und in der Familie gibt es sicherlich auch mal Streit und der kann auch schon mal sehr heftig ausfallen. Und dann diskutieren wir das tatsächlich auch. Und wenn es zu sehr Streit in der Familie gibt, dann muss man halt auch irgendwann mal auf ein Familienmitglied verzichten. Ne? Wie kann man sich das, wenn man jetzt mal diesen politischen Alltag sieht, der ist in einem Trubel durchgetaktet, einen Termin nach dem anderen, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine,
alleine fast 750 Abgeordnete, dann plus die Assistenten, Lobbygruppen, Vereine, Verbände, Initiativen. Sind das dann so Flurgespräche? Ich meine, wie findet man sich dann in dem Moment da zurecht und kann dann diese Message vielleicht auch rüberbringen? Wie kann man sich das in dem konkreten Fall jetzt mal vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, wir müssen da mal einem slowenischen Abgeordneten vielleicht ein bisschen was zu sagen? Naja, also unsere slowenischen Kollegen sehen wir natürlich in den Gruppen, in den Fraktionssitzungen, wir sehen sie in den Arbeitsgruppen und da gibt es schon die Möglichkeiten, sich auszutauschen. Klar, also da gibt es gar kein Problem. Fliegen auch schon mal intern die Fetzen? Sicher, klar. Also, das sage ich ja. Also, wenn du es mit einer Familie vergleichst, dann streitest du dich auch. Und du streitest dich auch über Positionen. Du streitest dich doch über das eine oder andere. Und wir haben ja auch Länder, die dann vielleicht bei Steuervereinbarungen großzügiger sind als andere. Und das ist natürlich etwas, was definitiv kritisiert werden muss. Und das wird es auch. Und das wird auch sehr intensiv debattiert, ja. Vielleicht so als Feedback von meiner Seite. Yeah. Manchmal kommt das gar nicht so rüber, yeah, wenn man nicht gerade die entsprechenden Newsletter oder Infos bekommt. Weil das ist ja etwas, was viele Menschen auch denken, die in Brüssel, ne, die hören dann nur auf die Lobbyisten, die in Brüssel, die machen diese ganzen krummen Gurken- und Bananengeschichten. Wir beide wissen, dass da ein bisschen mehr hinter steckt und dass diese Themen ja teilweise auch gar nicht so exakt stimmen, wie sie sind. Aber das gerade ist die krummen Gurken. Ja. Die Bayern selber haben sie abgeschafft. Ne? Ja, es gibt ja einige Mythen über die Europäische Union und ich habe ja einen kleinen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ich da eben Werbung für machen kann, Wölken, ne, mit OE geschrieben, findet man bei YouTube. Und da gehe ich auf die beliebtesten Mythen über die Europäische Union, wie die Gurkenverordnung zum Beispiel, auch ein. Und es ist schon interessant, was man dann so für Feedback bekommt. Oder es gab zum Beispiel mal einen Mythos, dass die Europäische Union Einheitsgrößen für Kondome vorschreiben wollte. Erscheint mir jetzt auch nicht sehr plausibel. Tatsächlich ging es um Mindestanforderungen, an Mindestqualitätsanforderungen. Und ja, das sind Sachen, wo man jeden Tag auch dran arbeiten muss. Und du hast schon recht, natürlich wird nicht jede Auseinandersetzung in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Und wenn wir in der Fraktion debattieren, dann müssen wir uns natürlich auch darauf verlassen, dass wir in einem geschlossenen Raum auch mal reden können und uns gegenseitig mal die Meinung sagen zu können, ohne am nächsten Tag in der Zeitung lesen zu müssen, S&D völlig zerstritten. Wobei, immerhin ist ja dann noch Leben in so einer Bude, ne? Genau. Das ist natürlich das Thema. Klar. Kommen wir dann mal zu einem konkreteren Punkt. Du bist ja nun mal auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Ja. Und eines dieser Themen, was im Haushaltsausschuss auch oft auf der Agenda stehen dürfte, ist die Jugendgarantie. Absolut. Die Jugendgarantie, für die, die es jetzt noch nicht wissen, werde ich es mal kurz erklären, ja, ist im Grunde eine Garantie dafür, dass Menschen unter 25 in Europa ein Jobangebot bekommen oder eine Ausbildungsstelle angeboten bekommen. Durch ein Programm oder durch Mittel und entsprechende Förderungen. Gut, Ausbildung ist natürlich jetzt in jedem europäischen Land ein Begriff. Die kennen das nicht unbedingt alle. Aber mir liegt das am Herzen. Das ist das Thema Griechenland. Und ich habe mal recherchiert. 12,7 Milliarden Euro ist dieser gesamte Topf groß. Ja. Und Griechenland hat, seitdem es diese Jugendgarantie gibt, knapp 100 Millionen abgerufen. Und es gibt dann noch das Problem, dass es im Land selber ja strukturelle Probleme gibt. Das muss ich natürlich auch erwähnen, weil man kann nicht sagen, die böse EU und die Griechen wissen aber intern selber nichts. Ja. Was kannst du aus deiner Sicht zu diesem Thema sagen? Weil ich persönlich habe das Gefühl, wir verlieren gerade eine ganz wichtige Generation in Griechenland. Es ist ja nicht nur Griechenland. Es gibt in der Europäischen Union, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, Länder, in denen die Jugendarbeitslosigkeit weit über 35% liegt und auch jetzt noch liegt. Und meiner Meinung nach ist das auch Folge einer falschen Krisenpolitik. Also indem wir nur eingespart haben, haben wir Menschen und gerade junge Menschen in Armut getrieben. Und das muss man auch mal so klar sagen. Was wir auch getan haben, ist, dass wir unser Versprechen an junge Menschen in Europa, besorgt euch eine Ausbildung, eine gute Ausbildung, geht studieren und dann könnt ihr irgendwo arbeiten und habt einen gewissen Wohlstand und könnt von da immer weitergehen, dass dieses Versprechen sich für eine ganze Generation nicht erfüllt. Und deswegen hat sich die Europäische Union auf die Fahnen geschrieben, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und wir tun das auch immer noch. Tatsächlich ist es aber so, dass wir als Europäische Union ja nicht jetzt einfach sagen können, wir schaffen jetzt eine Arbeitsmarktreform in Land A oder Land B, sondern dass für die Umsetzung der Politik die Länder zuständig sind.
Und deswegen haben wir zumindest aber gesagt, wir schaffen diese Jugendgarantie, diesen Jugendfonds, wo wir Mittel für die Mitgliedsländer zur Verfügung stellen, die abrufen können, um daraus Projekte zu finanzieren. Und die Idee ist ja, dass jungen Menschen innerhalb einer Frist, ich glaube 3 Monate, ein Jobangebot gemacht wird oder ein Praktikum angeboten wird, um aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Wir alle wissen, dass das sicherlich nicht das Idealarbeitsverhältnis ist. Und trotz dieser Mittel wurden in manchen Ländern in der Tat nicht komplett, ich hoffe, man hört es nicht so sehr, dass hier gerade das Parlament auseinandergebaut wird. Diese Mittel wurden tatsächlich nicht in allen Ländern komplett abgerufen. Und in den letzten Haushaltsberatungen haben wir uns trotzdem noch mal dafür ausgesprochen, die Mittel zu erhöhen, weil wir auch die Versicherung aus den Mitgliedstaaten bekommen haben, dass die Mittel jetzt abgerufen werden, weil die Implementierung des Programmes lange gedauert hat, weil die Verwaltung... Woran machst du das fest? Woran würdest du jetzt sagen, da passiert was? Ich kann das im Moment noch nicht beurteilen, ob wirklich was passiert. Ich spreche jetzt nur aus den Haushaltsverhandlungen, wo wir Ende 2017 ja für das Haushaltsjahr für das Haushaltsjahr 2018 sozusagen gesagt haben, so viel Mittel wollen wir euch zur Verfügung stellen. Und da war die Aussage aus den Mitgliedstaaten, wenn ihr das Geld zur Verfügung stellt, können wir das auch benutzen. Ob das jetzt tatsächlich klappt, kann ich erst sagen, wenn wir sozusagen gucken, ob im Haushaltsjahr 2018 alles ausgegeben wurde. Was für Mittel hat man denn als Parlamentarier da dann in dem Land vielleicht ein bisschen Druck aufzubauen? Weil jetzt wird das nicht abgerufen, Informationspolitik ist dann die Riesendefizit. Also den Vorwurf mache ich jetzt eigentlich weniger dem Parlament, erst recht nicht jemandem Jungen wie dir. Aber auf der anderen Seite hat man das bei Banken ja hingekriegt, irgendwo den Finger immer in die Wunde zu legen. Du bist jetzt mehr im Thema, was kann man denn da tun? Weil das ist ja... etwas, also, was den Bürgern fehlt. Ich habe Griechen gefragt, die haben gedacht, das ist eine Steuer. Bitte? Die haben gedacht, das ist eine Steuer. Das ist eine Steuer? Ja, so ist die Informationspolitik. Das ist falsch rum, ja. Tatsächlich ist es ja Aufgabe des Parlaments, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die politische Idee zu haben, die Ausführungsbestimmungen vorzugeben. Aber wir führen das ja nicht selber aus. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt mit Griechen oder Italienern telefoniere und sage, guck mal, es gibt Mittel aus der europäischen Jugendförderung. Sondern dass die Umsetzung dann über die Kommission läuft und über die nationalen Verwaltungen. Und wenn es ein Informationsdefizit in den nationalen Verwaltungen gibt, ist es Aufgabe der Kommission, aufzuklären und zu sagen, diese Mittel könnt ihr da und dafür verwenden, das ist Ziel der Sache. Das ist Aufgabe der Kommission und das wäre, glaube ich, auch ein bisschen komisch, wenn ich dann als deutscher Abgeordneter sagen würde, so, jetzt macht ihr das in Griechenland mal so oder so. Das heißt, im Grunde wäre der Ball eher sogar noch bei der Kommission statt im Parlament? Absolut, nein, nicht nur im Grunde, sondern da ist er definitiv. Was wir als Parlamentarier machen können, wir können der Kommission Anfragen stellen und sagen, Sachverhalt XY sieht so aus, wie ist eure Meinung dazu oder stimmt das überhaupt? Und das ist sozusagen ein Mittel, was wir als parlamentarische Kontrolle haben. Und ansonsten überprüfen wir dann natürlich am Ende eines Haushaltsjahres sehr genau, ob das Geld ausgegeben wurde oder nicht, aber halt immer erst in der Retrospektive. Ja. Aber jetzt ist sozusagen die Kommission am Zug, das Programm, was wir beschlossen haben, auch umzusetzen und durchzuführen und die Mitgliedstaaten darüber zu informieren, dass es die Mittel gibt. Also in dem Moment, du hast das mal im Deutschlandfunk damals gesagt, ist im Grunde die Jugendgarantie... das war Anfang des Jahres, darüber bin ich übrigens auch auf euch ein bisschen aufmerksam geworden, dass sie unterfinanziert ist, würde ich jetzt in dem Moment nicht ganz so sehen. Naja, schau dir doch an, ob sie Erfolg hat oder nicht. Also ich glaube, dass immer noch in manchen Ländern über 30% Jugendliche arbeitslos sind, ist ein Versagen, auch ein politisches Versagen. Ist ein Versagen auch der Europäischen Union, nicht nur, sondern auch. Das heißt, wir müssen noch 2 Dinge machen. Wir müssen versuchen, dass die Jugendgarantie irgendwie greift. Das kann Information sein, das kann aber vielleicht auch maßgeschneiderte Programme sein. Wenn die Programme sozusagen zu weit sind, dann weiß man vielleicht nicht, worum es geht. Aber wenn man sie zuschneiden würde auf, keine Ahnung, junge Menschen ohne Schulabschluss, die auch sehr schlecht lesen und schreiben können zum Beispiel. Wenn man sagen würde, diesen Menschen kann man ganz zugeschnittenes Angebot machen, dann glaube ich, wäre das sehr viel sinnvoller, als so eine breite Jugendgarantie zu haben. Und wenn das funktioniert, dann sage ich, und deswegen ist das, finde ich, auch richtig, was ich gesagt habe, wenn das funktioniert, werden die Mittel mehr als abgerufen werden, sondern dann wird Bedarf sein, dass mehr Geld zur Verfügung stehen muss.
Meine persönliche Idee ist ja auch, dass man das sogar eigentlich kombinieren könnte, sogar mit einem Erasmus, weil es ja irgendwo in eine richtige, gleiche Richtung geht. Also Idee, die ich eben auf der Fahrt nach hier hatte, so zum Beispiel zu sagen, ja, wenn jetzt in dem Moment der Arbeitsmarkt da schwierig ist, aber man die Fachkräfte unter europäischen Partnern nicht abwerben will, vielleicht sagt man, okay, aber eine begrenzte Zeit kannst du in dem Land zumindest arbeiten und deine Expertise einbringen, andere Erfahrungen sammeln, aber es darf nicht sein, dass du dann praktisch dem heimischen Arbeitsmarkt komplett entzogen wirst. Aber das ist jetzt nur eine Idee, vielleicht kann man die ja mal separat diskutieren. Was mich jetzt gerade noch tatsächlich da ein bisschen interessiert ist, Erasmus Plus oder Erasmus ist ja auch ein phänomenales Programm. Wir von AEG sind riesen Fans davon. Wir schwören drauf. Und jetzt droht ja, dass das allgemeine Haushaltsbudget niedriger wird. Brexit ab nächstem Jahr heißt, das allgemeine Budget wird weniger. Wie kann man es vielleicht schaffen, dass das Erasmus-Budget, was ja eh leider schon recht klein ist, nicht nur gehalten, sondern vielleicht sogar erhöht wird? Hast du da einen Ansatz? Wir als Europäische Union müssen ja immer für 7 Jahre in die Zukunft planen. Also wir müssen für 7 Jahre mit den Mitgliedstaaten darüber verhandeln, welches Geld wir haben. Das ist dann immer das Haushaltsprogramm. Und im Moment läuft die aktuelle Haushaltsperiode von 2014 bis 2020. Und wir reden jetzt darüber, was passiert ab 2021. So. Und in der aktuellen Periode hat Erasmus zur Verfügung gehabt 14,7 Milliarden Euro. Also durch 7 Jahre, jetzt bin ich schlecht im Rechnen, ungefähr 2, irgendwas oder 2 Milliarden Euro, die dann zur Verfügung standen pro Jahr. Wir wissen, dass wir von Azubis, von Studenten, von Schülern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern sehr viel größeres Interesse haben. Also sehr viel mehr eigentlich Erasmus noch genutzt werden wollen. Und deswegen sagen wir, wir wollen eine Verdreifachung des Erasmus-Budgets haben. So. Jetzt hast du aber völlig richtig gesagt, generell wird der Haushalt weniger Geld zur Verfügung haben, was einfach am Austritt der Briten liegt, wo wir schon mal 12 bis 14 Milliarden Euro weniger Geld zur Verfügung haben. Der Vorschlag der Kommission ist, dass die Hälfte davon von den nationalen, also von den Nationalstaaten mehr bezahlt wird und die andere Hälfte eingespart wird. Und ich sage ganz ehrlich, wenn wir uns solche Programme wie Erasmus weiter leisten wollen und wenn sie auch noch mehr Menschen erreichen sollen, wie gesagt, das Potenzial ist ja da, dann muss uns Europa tatsächlich jedem Einzelnen von uns ein bisschen mehr wert sein. Und wir müssen oder dafür, wir schließen mal ein paar Schlupflöcher. Ja, pass auf. Oder, und ich finde, erstmal sollten wir dafür in den Mitgliedstaaten sagen, wenn ihr weiter von diesem Programm profitieren sollt, dann habt ihr auch die verdammte Verantwortung, dafür zu sagen, dass die Europäische Union mehr Geld hat. So. Und die einfachste Variante wäre es, der Europäischen Union sogenannte Eigenmittel zuzugestehen. Also Geld zuzugestehen, das sie selber einnimmt. Bis jetzt ist das ja nur ein ganz kleiner Teil und der Rest muss halt, wie gesagt, mit den Mitgliedstaaten verhandelt werden. Das ist ein unfassbar langer Prozess und es ist auch, es passiert auch immer wieder, dass wir nicht rechtzeitig fertig werden, sodass für viele Programme Anschlussfinanzierungen nicht gesichert sind. Und deswegen sage ich, lass uns doch endlich mal über vernünftige Eigenmittel nachdenken. Dann brauchen wir nicht immer diese elendigen Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zu führen, die am Ende des Tages unfassbar lange dauern. Und noch was, wer von uns kann denn genau sagen, was in 7 Jahren für welches, wo wir in 7 Jahren für Geld brauchen? Und das aktuelle System führt dazu, dass wir uns nach der Hälfte diesen 7 Jahre hinsetzen und uns darüber unterhalten, wo hat sich die europäische... Wie viel Abgeordnete würdest du schätzen, denken denn auch in diese Richtung? Würdest du jetzt sagen, du bist mit dieser Forderung eher alleine? Nein, weil das, wir haben im Haushaltsausschuss, der dafür zuständig ist, eine Resolution verabschiedet, eine Position verabschiedet, wo wir mehr Haushaltsmittel finden, also Eigenmittel für die Europäische Union fordern. Dann muss man natürlich im Detail dann gucken, welches das, was das sein könnte. Man kann nachdenken, um das wie Macron zu machen, einen Mindestpreis für CO2, man kann über eine Plastiksteuer nachdenken, man kann diese neue Digitalsteuer sozusagen nehmen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber im Grundsatz glaube ich schon, nein, im Grundsatz gibt es eine Mehrheit dafür, dass die Europäische Union mehr Eigenmittel bekommen soll. Allein es entscheiden die Mitgliedstaaten. Und deswegen brauchen wir auch, weil die Verträge ändern, deswegen brauchen wir auch starken Lobbyismus sozusagen von Pro-Europäern in den nationalen Hauptstädten, dass diese Forderung gehört wird. Ist ein schöner Schlusssatz, weil wir wollen langsam auch zum Ende kommen. Jetzt habe ich da noch eine Frage an dich. Hast du eine nette Anekdote oder irgendwas Witziges hier gerade aus Brüssel oder sogar aus dem Europaparlament, was dir widerfahren ist oder wo du sagst, da muss ich mich immer echt mit einem Lachen dran erinnern? Also es ist jetzt schon ein bisschen her,
Aber ich war zum Praktikum hier im Europäischen Parlament vor, ich glaube, 8 Jahren ungefähr. Und das ist genau, ich weiß nicht, wie weit man das jetzt hinter uns sehen kann, diese dritte Ebene, hier kommt ja alles zusammen. Du kommst dann mit dieser Rolltreppe hoch und dann stehst du als kleiner Praktikant hier drin. Und jetzt ist es heute noch relativ ruhig, aber hier kommen ja alle zusammen. Hier kommen Interessenvertreter, wie ihr jetzt zum Beispiel zusammen, hier kommen Lobbyisten zusammen, hier kommt Presse zusammen, hier läuft jetzt gleich eine Besuchergruppe vorbei, Mitarbeiter, Praktikanten, Abgeordnete und alles redet irgendwie in den verschiedensten Sprachen. Und als ich hier das erste Mal hochgekommen bin, und da hinten ist ja noch so eine kleine Bar, da hat mich irgendwie so das Europavirus gepackt. Und seitdem will ich eigentlich europäische Politik machen. Und insofern ist es für mich jetzt ein großer Glücksfall, dass ich das jetzt tatsächlich hier auch so machen darf. Cool. Das ist ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Timo, dass du dabei warst. Und sehr hoffe, gerne. Euch hat es gefallen. Und wenn ihr da mehr Bock drauf habt, dann teilt doch bitte dieses Video, macht ein bisschen Werbung, diskutiert mit. Ihr seht, die Abgeordneten sind gesprächsbereit, gesprächsoffen. Immer. Und deswegen sagen wir herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Viele Grüße aus Brüssel. Tschüss. Ciao.